Willkommen zurück zur Folge 17 Return to Mystery Island. Und uns fehlt immer noch etwas. Oh, jetzt Telefon. Telefon. Oh. Mama, ich glaube es ja nicht. Es ist kaum zu fassen, dass du durchgekommen bist. Hallo? Mina? Sag doch etwas. Hallo. Mama, kannst du mich hören? Hallo. Hallo? Komm schon, Mina, antworte mir. Mist. Mein Telefon kann empfangen, aber nicht senden. Mina? Ich höre nichts, aber wenn du mich verstehst, hör zu. Sie sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dich noch zu finden und dass ich die Hoffnung aufgeben soll. Das ist Blödsinn. Schlimm genug, dass dein Boot weg ist. Ich hoffe, du hattest wenigstens den Anstand, nicht auch noch zu ertrinken. Hatten wir das nicht schon? Ich weiß nicht, wo du bist, aber versuch so bald... Der Geburtstag... Doch, das Gespräch hatten wir schon. Lexikon. Status der Satellitenverbindung, die ist voll. Verschlüsseln geht natürlich nicht. Ich war noch so ein Schlüssel. Die Schlüssel zu reparieren müssen. Die vier Kristalle in den Sockel stecken. Wie kriegt denn jetzt das Feuer an, bitte? Ohne Linse. Liebesspiel. Wie kriegt die Linse ja nicht ab? Gehen wir nochmal hoch. Dort entlang. So, irgendwie aktivieren kann ich nirgendwo mehr. Kann ich nicht irgendwie abmachen oder so? Komm hier raus. Ich brauch die Linse wieder. So, zerschlage ich's. Aber der da unten hat doch eine Lebensliste. Wir müssen den, also den Hai. Den müssen wir doch irgendwie kriegen. Kombination nicht möglich. Ja, ist gut. Haben wir noch Pulver in der Hand? Pulver und Kugeln. Aber wir haben ja schon für die Knarre alles zusammen. Probieren wir das Pulver weiter. Ob wir das irgendwie anders verwenden können. Hier erstmal nicht. Probier es mit jedem aus. Vielleicht finden wir etwas. Nein. Hier vielleicht. Nein. Aber mit dem Kleintierfang habe ich auch noch nicht raus. Das ist merkwürdig. Dann komm doch mal her, hier. Pfeil und Bogen. Das ist eine geschickte Waffe. Demontierbar. Bogen und Pfeile. Machen wir auseinander. Und dann brauchte ich die hier eigentlich noch gar nicht. Auto. Wir haben hier nur ein Hibiskusfasern und einen unfertigen Bogen. Hier haben wir Akaziendorne, Federn und Bambus, kleine Triebe. Ein fertiger Bogen. Mit dem Bogen kann man doch auch Feuer machen, ne? Zeig mal her. Ne, wo war denn der Holz da? Komm mal weg hier. Nimm das mal zusammen mit dem Bogen. Schade. Weil man den so quasi reibt auf ein Stück Holz. Sag mal, wir müssen da noch irgendwo ein Holz herkriegen. Hier ist ja nur so ein... noch was Normales. Hier sind noch ein paar Bambuskleine Triebe. Das können wir nicht zernehmen. Hier ist eine Holzgabel. Mal her. Kann wahrscheinlich nicht verwenden, aber ich probiere es mal aus. So, komm mal her hier. Da, nee. Bogen. Geht natürlich nicht. Packen wir mal den auseinander. Irgendwie und irgendwo muss es ja gehen. Ich muss ja irgendwo Feuer herkriegen.
die Sehne. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das Beste. Aber es ist ein Bogen. Speer kombinieren, beste Idee ever. Wir wollen auch nur Feuer machen. Haben nichts. Schön. Nein, hi! Jetzt müssen wir schnell eigentlich... Ja, der Hai kommt zu schnell. Oder ist jetzt Pause? Passiert ja gar nichts, wa? Oh! Der Hai hat auf sich warten lassen. Das passiert auch so, aber irgendwie nicht. Alter. Das war ja gemein gerade. Jetzt gib mir meine Linse wieder, ich muss Feuer machen. Was ist los? Fehlen wir nicht doch noch irgendwas anderes? Wir haben ja auch schon was übersehen, ihr habt. Was Zweites zum Feuer machen? Komm schon, irgendwo muss ja was sein. Ist ein Kabel, eine Spule? Aber da ist nichts zum Aufmachen. Nichts. Okay, ich suche noch mal ein bisschen was ab. Kann ja nicht sein. Wir müssen ja irgendwie auch so weiterkommen. Es muss ja mit berücksichtigt sein, dass es so passieren kann quasi. Das geht nicht. Das funktioniert? Das wahrscheinlich auch. Das ist keine schlechte. Aber das zum Anmachen, zum Anzünden. Die Destille, die habe ich ja da. Muss nur an. Das Problem ist, dass ich es nicht ankriege, weil die Linse weg ist. Ich hoffe immer noch, dass ich was finde, um die anzumachen. Ich muss es nochmal absuchen. Hier, ich kann hier nichts aktivieren an dem Ding. Nichts, ich kann da nur gucken. Ist aber auch unschön. So, die Waffe ist feuerbereit. Kann doch nur schießen damit. Mal her, ich muss doch den Hai irgendwie aufhalten können, ne? Das ist eine Lebensliste. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich glaube nicht, dass es tot ist. Aber ich habe es sicher verscheucht. Hoffe ich zumindest. Oh, schön. Zufälligerweise mal getroffen. Dann gucken wir doch mal, was dort unten alles ist. So, Jeb, schauen wir, wohin dieser Schacht führt. Hoffentlich ist dieser Taucheranzug auch dicht. Das ist ein U-Boot. Sieh mal, in der Höhle liegt ein Schiff. Ein U-Boot. Kennen wir ja alle, das U-Boot von Nemo. Gucken wir gerade, ob hier eine Auster noch zu pflücken ist. Nee. Ah, hier, Nautilus. Richtig, so hieß er. Die Nautilus. Gehen wir mal hoch. Wir brauchen noch was zum Anmachen. Würde es aufgehen quasi, denke ich mal. Da geht's nicht lang. Okay, dann drücken wir mal darauf. Okay. Wir können... Ach, der Schlüssel! Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Aber der hat ja noch nichts drin. Oh nein! Was habe ich getan? Oh! Wach, Roboter! Nichts wie weg hier! Schnell! Oh. Okay. Die folgen mir jetzt. Aber nicht durchs Wasser, oder? Diese Roboter hätten mich fast erwischt. Zum Glück können sie nicht ins Wasser.
Aber ich wette, sie haben noch mehr fiese Tricks auf Lager. Ich bin sie bestimmt noch nicht los. Davon habe ich schon Okay, Roboter. Ich hatte doch hier noch eine Knarre, ne? Die muss ich doch irgendwie... Ich kann von hier aus nicht schießen. Auf dem Deck steht ein Roboter Wache. Ich muss den richtigen Moment abpassen und schnell raufklettern. Was war das jetzt? Schon da gerade Spielende? Der ist da oben. Links. Okay, ganz schnell. Die Spielende haben die ganz schnell zurückgewacht. Puh. Ist jetzt Punkte abgezogen worden deswegen? 211. Nee, eigentlich nicht, ne? Okay, jetzt drücke ich nochmal rauf. Geht ja gar nicht. Hm. Komm, jetzt kommen wir zu dem Schlüssel. Da ist aber nichts drin eigentlich. Da fehlt noch etwas. Da fehlt noch etwas. Da fehlt noch... Richtig. Da fehlt was, liebe Mina. Aber... Wo kriegen wir solche Kristalle her? Minalein. Die wilde Kombination fängt an. Wo können wir den Schlüssel zusammenbauen? Mit irgendetwas. Da stand gerade tatsächlich Spielende sogar bei mir. Leider hat das mich getroffen. Tja. Dem Schlüssel fehlt noch was. Liegt hier irgendwo noch was rum? Äffchen haben wir bei. Kann tauchen, das ist schön. Ist eine riesige Höhle, außer... Ne, ist nur ein Boot drin. Hm. Jetzt mal wieder ein Stück weggehen. Hier ist auch nichts in der Zwischenebene hier. Hier tropft nur Wasser runter. Am besten Willen, ich kann gerade hier nichts erkennen. Hey, haben wir verscheucht. Das ist schon mal gut. Davon habe ich. Ja, davon hast du schon, das ist richtig. Pass mal auf, ich pack die zwei Sachen hier zusammen. Dann kann sie wieder Neues mitnehmen. Siehst du? Die miteinander kombinieren? Geht natürlich nicht. Aber wenn ich die auseinanderbaue, habe ich Neues. Tada! Doppelte Menge. Salpeter. Tja... Destille. Mein Herr. Das geht nicht rein. Tja, wir brauchen eine Linse. Was für ein Unrat. Ah, er schläft. Immer noch vollkommen fertig vom Essen. Gerade gewundert, was für ein Schnarchen. Oh, was geht? Schnell zurück. Das ist noch so ein Roboter, ey. Schnell Knarre nehmen und rausschießen. Puh. Erwischt. Guck mal, da liegen jetzt Sachen. Was war das? Ich hab's nicht aufgepasst, was ich lesen. Schwebedüse. Ein Teil eines beschädigten Roboters. Es ermöglicht Robotern zu schweben. Okay. Pass mal auf. Ah, schade. Pack mal weg, was du da in der Hand hast. Stimmt, sind irgendwo noch andere. Geil! Jeb kann schweben. Okay. Jeb kann sein Ziel nicht durch Klettern oder Springen erreichen. Wie schlecht sollte er erst mit Schweben versuchen?
Nur wohin? Ach, guck mal, ein Schlüssel. Schädigter Schlüssel. Den müssen wir jetzt mal auseinanderbauen. Wo ist der Schraubenzieher? So kommen wir ja doch noch voran. Klick. Da haben wir noch ein Kristall übrig. Okay, wir müssen noch drei Roboter wahrscheinlich finden. Beziehungsweise, wir müssen brauchen ja alle. Ja, genau. Können wir jetzt noch nicht zusammenbauen. Schade. Dann nehme ich mir mal die Knarre. Also unser Begleiter. Da ist noch einer, da hinten. Ich habe ein verdächtiges Geräusch gehört. Ja, ich sehe es schon. Nicht da lang. Das ist zu gefährlich. Ich will erschießen. Dann ist noch einer. Ich kann nicht hier bleiben. Dieser Roboter wird mich sehen. Ja. Nicht da lang. Ich will auch schießen. Hm. Okay. Dann, wir hätten noch dieses Zeug. Salpeter, ich probiere erstmal so. Na, geht nicht. Und dieses Kombinierte vielleicht. Gib mal her. Geht auch nicht. Hm. Eine Falle. Die Falle für die Schlange. Nein. Falle für die Spinne. Nein. Dann wieder zurück. Das auseinanderbauen. Wo kann unser kleiner, treuer Begleiter hinfliegen? Ich glaube, das schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge an. Und bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Tschüss. Mein Name ist Mina und ich bin Soloseglerin. Ich bin im Südpazifik in schwere Winde gekommen und von einer Welle über Bord gespült worden. Ich habe mich durch die pechschwarze Nacht gekämpft, bis die Wellen mich hier angespült haben.